Die große Landesausstellung Vertrauensfragen, der Anfang der Demokratie im Südwesten, erzählt in den 6 Kapiteln Teilhabe, Sicherheit, Zusammenarbeit, Glaubwürdigkeit, Vielfalt und Zugehörigkeit, wie die junge Demokratie um das Vertrauen der Bürger und Bürgerinnen warb. Sie bietet den Besuchern und Besucherinnen einen tollen Zugang, weil sie auf das Volk blickt, auf die Ängste, die Hoffnungen, die Befürchtungen und die Träume der Frauen und Männer von damals. Mitmachstationen zu den einzelnen Themen schlagen einen Bogen in die Gegenwart und möchten die Besucher und Besucherinnen zu Diskussionen über die Demokratie anregen. Wie Vertrauen in die Demokratie aufgebaut werden kann, fragen wir uns nicht nur heute, sondern das hat man sich auch schon vor etwas mehr als 100 Jahren gefragt, als die erste deutsche Demokratie gegründet wurde 1918. Die Hungerkrise in den Kriegsjahren, die Sehnsucht nach Frieden, das Massensterben und letztlich die Niederlage im Ersten Weltkrieg sorgten dafür, dass im Herbst 1918 die Menschen völlig das Vertrauen in die politischen und militärischen Eliten verloren hatten. Diese Vertrauenskrise war letztlich der Auslöser für die Revolution am 9. November 1918, die Monarchie hinwegfegte. Mehr politische Teilhabe war eine der Grundforderungen der Revolution, die umgesetzt wurde. In der Weimarer Republik durften nun auch Soldaten wählen. Und ganz wichtig, am 12. November 1918 wurde nach langem Kampf der Frauen das passive und aktive Frauenwahlrecht eingeführt. Um Vertrauen in die Demokratie zu schaffen, muss die neue Regierung für Stabilität und Sicherheit sorgen. Das Bedürfnis der Menschen nach Schutz vor Gewalt war groß. Nach dem Zusammenbruch der alten Ordnung fürchteten sich die Menschen vor Chaos und Bürgerkrieg. Aber nach dem Krieg und nach der Traumatisierung neue Sicherheitskräfte, die der Demokratie verpflichtet waren, aufzubauen, war gar nicht so leicht, sodass es auch Rückschläge gab und es beispielsweise zu Gewalteskalationen bei der Niederschlagung von linken Aufständen kam, wie standgerichtlichen Erschießungen. Zusammenarbeiten, gemeinsam Verantwortung übernehmen und Neues schaffen kann Vertrauen in die Demokratie fördern. In der Weimarer Republik gelang dies besonders gut bei der Schaffung von neuem Wohnraum, wie beispielsweise bei der Gründung der Baugenossenschaft Baden-Baden zum Bau von gesunden, preiswerten und schönen Wohnungen. Glaubwürdigkeit ist die Grundvoraussetzung für Vertrauen. Vor allem in der parlamentarischen Demokratie müssen Menschen der Presse und den gewählten Vertretern glauben können. Daher waren die Angriffe auf die Glaubwürdigkeit von Politikern, wie beispielsweise bei der Veröffentlichung eines Badehosenbildes des Reichspräsidenten Friedrich Ebert, besonders schädlich. Menschen, so verschieden und individuell sie sind, zu akzeptieren, sie zu schützen und ihnen Freiräume für ihre Entwicklung zu geben, schafft Vertrauen in die Demokratie. Die Weimarer Republik bot diese Freiräume. Als 1919 sich die Waldorfschule in Stuttgart gründen konnte. Mit der Reformpädagogik von Rudolf Steiner zielte sie auf die Entwicklung der gesamten Persönlichkeit. So nähten im Handarbeitsunterricht, sehr ungewöhnlich für die damalige Zeit, Mädchen und Jungen gemeinsam Tiere, die das Gemüt und die Handschulen und den Schönheitssinn herausentwickeln sollten. Während ein Gefühl von Zugehörigkeit das Vertrauen in Demokratie fördert, führt Ausgrenzung dazu, dass sich Menschen weder gesellschaftlich noch politisch engagieren. In der Weimarer Republik wurden jüdische Deutsche von Teilen der Gesellschaft aus der Nation ausgegrenzt. Nicht einmal ihre Teilnahme am Ersten Weltkrieg und ihre Leistungen für das deutsche Vaterland, die ihnen aberkannt wurden, konnten sie davor bewahren. Das Haus der Geschichte möchte mit seiner Ausstellung zeigen, dass uns die Probleme und Lösungen von damals auch heute noch angehen, dass um Demokratie gerungen und um sie gestritten werden soll und kann.